verehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des zukünftigen 7. Jahrgangs. Ich bin Herr Mülusch und bin der Schulleiter der Lise-Meidenauer Schule in Strausberg. Die Lise-Meidenauer Schule Strausberg ist eine dreizügige integrative Oberschule, an der 320 Schülerinnen und Schüler lernen und von 30 Kollegen betreut werden. Wir sind besonders stolz darauf, in modern ausgestatteten Räumen unterrichten zu dürfen, die mit Whiteboards ausgestattet sind. Besonders stolz darauf sind wir auf unsere Fachräume wie die Nähwerkstatt, die Keramikwerkstatt, die Holz- und Elektrowerkstatt und unsere Lehrküche und unsere kleine, aber feine Sporthalle. Unser Kollegium wird in seiner Arbeit und bei Problemen von unserer Schulsozialarbeiterin Frau Studinski unterstützt, die für alle immer ein offenes Ohr hat. Unsere Förderpädagogin Frau Dementjew unterstützt unsere Schüler mit pädagogischem Förderschwerpunkt beim gemeinsamen Lernen. Die Lise-Meitner-Ober Schule arbeitet im integrativen System. Das bedeutet, dass in der 7. Klasse 3 feste Klassenverbände gebildet werden, die dann nach und nach ab der 8. Klasse in den Fächern Mathe, Deutsch, Physik und Englisch in Kurse eingeteilt werden. Dabei gibt es A- und B-Kurse, das heißt Grund- und Erweiterungskurse, und eingeteilt werden die Schülerinnen und Schüler dann nach Leistungs- und Entwicklungsstand, wobei zu jedem Halbjahr geschaut werden kann, ob in die Kurse wieder zurückgewechselt werden kann, wobei auch hier wieder der Leistungsentwicklungsstand entscheidend ist. Wir als Schule haben uns ganz besonders die Berufs- und Studienorientierung auf die Fahnen geschrieben. Dazu wird allerdings unsere stellvertretende Schulleiterin Frau Friedland Ihnen noch viel, viel mehr erzählen können. Die Lise-Meitner-Oberschule sieht sich nicht nur als Lern-, sondern vor allem als Lebensort. Auch außerhalb des Unterrichts finden viele schulische Aktivitäten statt. Zu nennen sind hier unsere AGs, Exkursionen, Projekte und unsere Schulfeiern wie der Lise-Meitner-Tag oder unsere Schulweihnachtsfeier. Diese außerschulischen Aktivitäten sollen insbesondere das Schulleben fördern. Wir legen besonders großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern. Nur in konstruktiver und enger Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern, mit den Eltern, mit unserem Schulträger und den Lehrkräften kann eine gute Beschulung ihrer Kinder gelingen. Liebe Schülerinnen und Schüler, das gesamte Kollegium der Lise-Meitner-Oberschule freut sich auf euch im nächsten Schuljahr. Sehr geehrte Eltern, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie bitte im Sekretariat an, schreiben Sie eine E-Mail oder gucken Sie regelmäßig auf unsere Website. Liebe Grüße, Herr Mülisch, im Namen des Kollegiums der Lise-Meitner-Oberschule. Hallo, ich bin Frau Friedland, ich bin die stellvertretende Schulleiterin der Lise-Meitner-Oberschule und bin in erster Linie verantwortlich für die allgemeine Organisation des Schulalltages. Das heißt natürlich, den Stundenplan vorzubereiten, den Raumplan zuzuordnen und dementsprechend auch Vertretungspläne aufzustellen. Daneben aber habe ich die planerische Verantwortung für die Organisation von Projekten, von außerunterrichtlichen Aktivitäten, sodass alles in geordneten Bahnen verlaufen kann. Eine zweite große Aufgabe besteht darin, dass ich die Berufsvorbereitung unserer Schüler organisiere. Das geht natürlich nur in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen unserer Schule, die da sehr verantwortlich mit umgehen. Wir organisieren tatsächlich bereits ab der 7. Klasse eine Vorbereitung für unsere Schüler, sodass sie auf dem Weg bis zur 10. Klasse dann ziemlich sicher ihren Berufswunsch ins Auge fassen können. In der 7. Klasse beginnen wir mit der Potenzialanalyse. Das heißt, den Schülern wird verdeutlicht, welche Stärken sie haben und ja, womit sie mit diesen Stärken später auch mal arbeiten könnten. In der 8. Klasse lernen sie das erste Mal direkt einige handwerkliche Berufe kennen und erfahren somit, ob das der richtige Weg ist oder ob das vielleicht noch eine andere Möglichkeit sein sollte. In der 9. Klasse können die Schüler dann selbstständig ihren Schwerpunkt wählen. Sie suchen sich eine berufliche Grundlage aus, also einen Beruf konkret, eine Firma, einen Betrieb, in dem sie diese berufliche Grundlage erarbeiten können und werden also innerhalb eines dreiwöchigen Praktikums erfahren, ob das der richtige Weg für sie wäre. Schließlich bleibt in der 10. Klasse noch einmal eine Woche übrig, um tatsächlich festzustellen, ja, das ist mein Weg oder ich wähle nochmal etwas anderes. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit, haben dort eine ganz feste
Berufsberaterin, die auch zu uns in die Schule kommt und in einem eigens für sie festgelegten Raum Gespräche mit den Schülern führt.